Wir hatten ja gestern diese Thematik über die Gemeinde. Und in der Gemeinde Jesu gibt es natürlich jetzt auch immer mehr durch die Endzeitpraktiken, wo man sich fragt, was hat die Christenheit vorher getan? Ich denke jetzt vor allem an die Lobpreispraxis, die ja immer mehr in die Gemeinde einzieht. Und ich möchte uns dazu eine Bibelstelle lesen aus Römer 13, Vers 7. Da sagt die Bibel eigentlich was ganz Einfaches. Und ich denke, das ist der Regel. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Und jetzt muss man ja fragen, was ist, dass man Gott die Ehre gibt? Was ist das? Ist das, wenn ich zum Beispiel dann in einer Gemeinde immer mehr bombastischer bete, immer mehr Lobpreis mache im Sinn von so, wie es viele dieser verführten Gemeinde tun? Oder was hat Gott hier gemeint? Zum Beispiel in Malachi 1, Vers 6, und jetzt sind wir wirklich wieder im Zentrum, auch das, was Gemeinde betrifft. Dort heißt es, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich der Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Jetzt kommt was Interessantes. Jetzt könnte man ja sagen, sie hatten keine Furcht Gottes, sie haben Gott nicht geehrt. Und jetzt erklärt er seltsamerweise etwas. Und zwar, sie fragen, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Wie haben wir es gemacht, dass du nicht geehrt wurdest? Haben wir nicht so gebetet, wie du wolltest? Haben wir nicht einen Gottesdienst dargebracht? Sind die Chöre, die auf die Mauern Jerusalems gezogen sind, war die nicht in Ordnung? War da was nicht gut? Jetzt sagt er was ganz Interessantes. Damit, dass er auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt, aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit sagt ihr, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nicht böse? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringt es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben und dich freundlich beachten, spricht der Herr der Heerscharen. Jetzt kommt plötzlich ein völlig anderer Gedanke. Wir sind natürlich so fixiert, dass man glaubt, Gott zu ehren, sei Großteil mit dem Mund, dass man anbetet. Das ist richtig, das lehrt die Bibel auch. Aber hier jetzt zum Beispiel sagt sie plötzlich, die Furcht Gottes und die Ehre vor Gott äußert sich im Tun. Und das ist ein völlig anderer Gedanke, dass die Bibel ganz stark den Akzent darauf legt, dass die Ehre Gottes großteils geschieht mit dem, was ich tue. Ich möchte uns ein paar Stellen einfach nochmal zum Grundsatz lesen, bevor wir das biblisch untersuchen, wo hier der Herr, das ist eine Gemeindepraxis, wo hier der Herr etwas für uns erwartet. In 1. Thessalonicher 2, Vers 6 sagt Paulus, wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Also kommt ein ganz wichtiger Gedanke. Er sagt einmal ganz klar, er als Mensch, auch als Apostel, das war ja das Höchste, was zur Zeit des Neuen Testamentes gab, er verweigert sich jeder Ehre. Also er will gar keine Ehre. Sein Handeln ist so, dass er vor Ehre nichts wissen will. Und ich denke, das ist die gesunde Haltung eines Gläubigen, der zum Leib Christi gehört. Ich will mit Ehre nichts zu tun haben. Und er sagt im Gegenteil, ich war fürsorglich, ich habe euch wie eine stillende Mutter ihre Kinder gepflegt, ich habe zu Deutsch mein Dienst getan. Jetzt sind wir wieder bei dem Paket, er hat den Dienst getan, will aber keine Ehre dafür. Und man darf jetzt nur mal dran denken, im Alten Testament, die verirrten Könige, sie haben, das ist interessant, wenn man das liest im Alten Testament, sie haben sich Denkmäler gebaut. Zum Beispiel Saul hat sich ein Denkmal gebaut, also das war einfach üblich, dass man sich ein Denkmal baut, anstatt dass man Gott ehrt. Und in Lukas 14, Vers 10 geht die Bibel wieder ganz einfach hin. Sie hat hier ein ganz
kindlich einfältige Art und sagt, wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke hinauf, dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also er sagt jetzt ein ganz wichtiges Prinzip für die Gemeinde Jesu. Gott sagt, er will die Ehre. Paulus sagt, ich verweigere menschliche Ehre. Und die Bibel sagt, du sollst dich sogar hier erniedrigen, dass Gott das dann entscheidet, was passiert. Das heißt, ich bin nicht zuständig für mein eigenes, Erführungszeichen, Neudeutsch, Image. Ich bin nicht zuständig für das, wie ich von den Leuten gesehen werde, sondern zuständig ist der Herr. Er ist der, der mich letztendlich in die Rolle setzt oder das macht, was er will, wie ich auch gesehen werde von den Leuten als Mensch. Und das gilt für jeden Gläubigen. Und wenn das jemand wirklich glaubt, dann wird er keine Ehre suchen für sich, sondern dann sucht er nur noch Ehre für den Herrn. Weil er weiß ja, er regelt bei mir alles. Das gehört zu diesem Paket. Aber jetzt bin ich frei, weil ich meine eigene Ehre nicht mehr suchen muss, die Ehre Gottes zu suchen. Also ich bin jetzt plötzlich frei. Ich habe keine Arbeit mehr mit meiner eigenen Ehre, die ist erledigt. Das macht der Herr alles für mich. Ich brauche überhaupt nichts tun. Und wenn er sagt Ehre, dann ist gut. Wenn er sagt keine Ehre, ist auch gut. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr alles getan habt, was ihr geheißen wurde, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Das ist das Maß aller Dinge. Und jetzt ist der Gläubige plötzlich frei, Gott zu dienen. Aber jetzt kommen ein paar ganz entscheidende Dinge. Johannes 5, 44, man liest auch über diese Bibelstellen einfach gern drüber. Er sagt hier, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht. Und damit sagt die Bibel, wenn ich die Ehre Gottes nicht suche, sondern vielleicht die eigene, sagt er, bist du nicht in der Lage, biblisch zu glauben. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Man sagt immer, wenn du in Sünde lebst, kannst du nicht glauben. Aber die Bibel sagt, auch wenn du, obwohl du nicht in Sünde lebst, wenn du nicht die Ehre Gottes suchst, kannst du nicht glauben. Das ist ein ganz anderer Gedanke. Und das sind so Bibelstellen, da liest man drüber. Sagt ganz klar, wenn wir Ehre voneinander nehmen, können wir nicht biblisch glauben. Das heißt, man ist nur frei, wirklich dieses vollkommene Opfer und diese Pakete, die Gott in uns hineingelegt hat, auszuleben, wenn man ganz frei ist von jeder Ehrsucht und vollkommen sagt, was ich tue und wie ich gesehen werde, ist uninteressant. Und ich will dich ehren. Und wenn ein Mensch so vorgeht, dann sagt die Bibel, dann kann er glauben. Und dann ist auch das Herz frei, wirklich Gott zu dienen. Weil die Schrift geht immer davon aus, dass ich an der Stellung Gott gegenüber, auch wie ich zum Herrn Jesus stehe, eigentlich mein ganzes Leben und mein Dienst im Endeffekt steuere. Zum Beispiel Johannes 7, 18 sagt, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wisst ihr, das Problem ist, auch im Reich Gottes. Ich habe mal einen führenden Mann der Brüderbewegung gefragt, wie er das sieht. Die haben ja das allgemeine Priestertum so verstanden, ich glaube, das falsch ist, aber die haben so verstanden, die bereitet sich nicht vor, da sitzen alle da und wartet auf Inspiration vom Heiligen Geist und dann steht einer auf und redet. Hat er wirklich zu mir gesagt, Karl Hermann, ich weiß doch, dass immer die aufstehen, die im Prinzip gar keine Berufung haben und die nur Schwätzer sind. Sagt er zu mir, also ich sage es mal hart, wenn ich das wüsste, würde ich diese Praxis sofort beenden. Aber er sagt, es ist halt unser System. Das heißt, die Bibel sagt, wenn jemand aus sich selber redet, wenn er nicht von Gott gesandt ist, wir haben ja Jeremia 23 gesagt, ist er im Prinzip ein falscher Prophet. Er ist jemand, der sich etwas anmaßt, das Gott gehört. Er stiehlt, wenn man es ganz genau nimmt, Gott die Ehre. Jetzt kommen wir plötzlich in einen ganz anderen Gedanke. Jetzt muss ich sagen, Gott zu ehren bedeutet zu sagen, du steuerst alles. Du entscheidest alles. Ich bin nur ein Werkzeug. Ich mache es so, wie du willst. Da gehört natürlich dazu, dass man sich genau an die Ordnung des Neuen Testamentes hält und sagt, so wolltest du es. Aber dass man in der Praxis sagt, nicht ich, sondern du. Und das ist natürlich etwas, ich sage es mal vorsichtig, das gefällt
dem Fleisch, auch dem frommen Fleisch, oft nicht. Da muss man halt lernen, wirklich biblisch anzunehmen, dass der Herr hier das Sagen hat. Und in Johannes 12, 43 wird der Mensch wieder in den Mittelpunkt gestellt. Da hat er Angst. Und jetzt kommen wir zur Feigheit. Es ist natürlich so, Menschenfurcht und Feigheit kann eine Falle sein. Er sagt hier, sie haben ja Angst vor den Pharisäern gehabt, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Jetzt kommen wir zur Menschenfurcht. Wenn ich Menschenfurcht habe und aus Menschenfurcht Gott nicht gehorsam bin, dann stelle ich Gott die Ehre. Und das ist das Gegenteil von Römer 13, 7. Da sagt die Bibel, gib dem Furcht gebührt, Malachi. Da sagt er, ich will, dass ihr in Furcht Gottes lebt. Das Zweite, dass er mich ehrt. Aber wenn ich Menschenfurcht habe einfach und mich nach den Menschen richte, dann stelle ich im Prinzip Gott die Ehre. Auf die Idee kommt man ja gar nicht, dass das, da denkt man, das ist meine Schwäche. Es mag sein, aber man muss das einfach nüchtern sehen. Gott ist, das habe ich auch lange nicht so krass gesehen, aber ich sehe es inzwischen ganz deutlich, Gott ist eifersüchtig. Und er will, dass wir einfach ihn in den Mittelpunkt stellen und dass der Herr Jesus unser Zentrum ist. Wir drehen uns um ihn und er sagt, was los ist. Er spricht die Berufung aus. Wisst ihr, zu mir kamen schon Schwestern, haben gesagt, warum predigen nur so wenige? Und haben gesagt, Schwestern, soll ich es manipulieren? Ich muss warten, bis der Herr es anzeigt. Ich muss warten, bis der Herr handelt. Ich bin nicht der Maßstab. Ich bin nur ein Werkzeug. Ich versuche, das Biblische umzusetzen, aber ich bin nur ein Maßstab. Aber entscheidet tut er, nicht ich. Wisst ihr, und mir ist lange das nicht bewusst geworden, dass Gott zu ehren viel weniger mit dem Mund zu tun hat. Das gehört natürlich auch dazu, dass man der Herr anbetet, zum Beispiel beim Brotbrecher, für das vollkommene Opfer, für das vergossene Blut, dass ich Zugang zum innersten Heiligtum habe, dass er mich erlöst hat, dass er mich errettet hat, dass er mich herausgerissen hat aus meiner Falle, wo ich drin war, dass er mich aus der Klaue des Teufels herausgerissen hat. Das ist wunderbar, wenn man der Herr dafür anbetet. Diese Ehre, die will Gott natürlich auch. Aber die Bibel geht davon aus, dass ein Großteil dieser Ehre von Gott her das ist, dass man Gott ehrt im Sinne, dass man ihm die Macht, ich sage es mal jetzt vielleicht mit einem gefährlichen Wort, dass man ihm die Macht praktisch ausüben lässt, man gewährt, dass er bei mir der Handelnde ist, nicht ich, Christus. Also ich bin nur ein Werkzeug, ich bin nicht der Handelnde, er. Und die Bibel sagt, das ist Gott ehren, viel mehr als mit dem Mund. Und jetzt kommen wir plötzlich in eine ganz andere Ebene rein, bei Gott die Ehre zu geben. Jetzt geht es plötzlich darum, was ich tue. Und Johannes 8, Vers 50 heißt es, ich aber suche nicht meine Ehre, sagt der Jesus. Es ist einer, der sich sucht und der richtet. Das muss ich mir vorstellen. Der Sohn Gottes. Vor grundlegender Welt, bevor es Zeit gab, in dieser Lichtswelt, beim Vater, genauso in der gleichen Gestalt wie der Vater, nämlich Geist. Also ich sage mal so, unfassbar, er sagt, als er hier auf der Erde ist, bei diesem verkommenen Menschengeschlecht, sagt er, ich suche nicht meine Ehre. Muss ich mir vorstellen. Hätte er sagen können, ich bin jetzt der Sohn Gottes, jetzt müsst ihr mich ehren. Er sagt, nein. Selbst jetzt, nachdem ich hier auf der Erde bin, suche ich die Ehre von dem, der mich geschickt hat, vom Vater im Himmel. Und Paulus sagt ja, wir sollen seine Nachahmer werden, wie er Christus nachahmt. Das heißt, das ist das Muster. Und damit zeigt auch der Herr Jesus, er ehrt den Vater, indem er sein Wille tut. Das ist jetzt eine völlig andere Zielsetzung, statt mit dem Mund, ich tue wirklich den Wille Gottes. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem ganz heiklen Kapitel. Gerade wegen Reden und wegen Tun. Man glaubt immer, wenn man wunderschön betet oder so, obwohl es auch wichtig ist. Aber dann hat man seine Pflicht getan. Interessant ist, dass Salomo in Prediger 4, Vers 17 sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde.
Darum sollst du nicht viele Worte machen. Ist doch interessant. Er sagt, du sollst nicht viele Worte machen. Du sollst Gott anbeten, mit einem ehrlichen Herzen, so wie es da wirklich ist. Aber dann sollst du einen ganz starken Akzent drauf legen, Gott durch das Tun zu ehren. Das ist die Frage, was will Gott, dass wir tun? Bevor man das ansieht, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Auf die Eifersucht Gottes und wie Gott handelt. Vielleicht löst sich hier manches Rätsel unseres Lebens. In Jesaja 48, Vers 10 sagt er, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und das ist jetzt, das ist eine der verdichtetsten Bibelstellen und vielleicht der geheimnisvollste und trotzdem ist sie vollkommen offenbar. Er sagt, ich habe dich geläutert, nicht im Silberschmelzofen. Silber ist laut Psalm 12,7 das Wort Gottes. Darum waren auch die Posaune aus Silber. Es ist jetzt so, du hast im ersten Teil die Läuterung im Silberschmelzofen. Das ist Hebräer 4,12. Wenn das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert durch mein Herz geht und Gott zu mir redet. Jetzt sagt er, ich übersetze es jetzt mal, was in diesen Versen steht. Wenn das aber nichts nützt, dann muss Gott mich in den Schmelzofen des Elends hineintun. Also das ist das alte Sprichwort, wer nicht hören will, muss fühlen. Also wenn ich nicht hören will, muss ich fühlen. Dann geht Gott hin und bringt mich zum Beispiel in eine Situation, wo ich unterdurch muss, und zwar um verändert zu werden. Und er sagt hier ganz klar, es ist um meinetwillen, weil er will die Ehre niemand anderem geben. Das heißt, wenn jetzt jemand Gott nicht die Ehre gibt, indem er Gott gehorsam ist, ihn als letzte Instanz anerkennt und nicht selber rumwerkelt, sondern ihn alles machen lässt und wirklich glaubt, dass das vollkommene Opfer gilt, reicht und dass er der Handelnde ist, dann bringt mich Gott ins Elend. Ist erschütternd. Es gibt Parallelstelle in Jeremia 48,10. Dort sagt er, das ist wie bei einem Gefäß, das nie umgefüllt wurde, wo Hefe drin sind. Er sagt, dann verliert dieses Gefäß nicht seinen Geschmack. Und dann sagt er, ich muss das Gefäß umgießen. Also meine Situation völlig verändern. Er muss mich umgießen, dass ich den Geschmack verliere. Das heißt, dass das eigene Ehre suchen, das menschliche selber machen, Gott ins Handwerk pfuschen, dass das weggeht. Und dann sagt er sogar am Schluss in dem Jeremia 48, und wenn es gar nicht anders geht, muss er das Gefäß zerschlagen. Also das ist schon erschütternd. Gell? Das ist, wie Gott eigentlich seine Ehre verteidigt. Und man sieht das zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 12, wo dieser König Gott nicht die Ehre gibt und dann straft ihn Gott, dass er vor Würmer zerfressen stirbt. Also Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und jetzt kommen wir als Gläubige, jetzt haben wir Römer 15,7. Jetzt muss man ja sagen, ja, was soll ich dann tun? Eine ganz hochinteressante Aussage. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das heißt, so wie wir Gläubige miteinander umgehen, so wird Ehre für Gott produziert oder nicht. Das heißt, wenn ich einen anderen annehme, wie der Jesus mich angenommen hat, das heißt, wenn ein anderer zu mir kommt und sagt, vergib mir, dass ich ihm dann von Herzen vergebe und nicht bitter bin, dann wird Gott geehrt. Das heißt, er wird immer geehrt, wenn ich geistlich richtig handle, wenn ich frei bin, wenn ich das tue, was er sagt. Wenn ich das nicht tue, nehme ich Gott die Ehre weg. Das kann sogar zum Lebensstil werden. Wenn das lang genug geht, dann kommt, ich habe mir das so gemerkt, dann kommt Jesaja 48 und wenn das noch nichts nützt, dann kommt Jeremia 48. Und irgendwann widersteht mir Gott und dann sind wir bei Hiob. Dann gehen wir unter durch. Nicht, weil Gott bei uns hier uns quälen oder plagen will, sondern letztendlich ist es eine wichtige Erziehung, dass wir Gott wieder ehren, wie er geehrt werden
Möchten. Jetzt kommt nochmal ein ganz wichtiger Punkt. 1. Korinther 10, 31, der Gehorsam, die Erkenntnis, die eigene Überzeugung. Jetzt sagt er, das sind jetzt Speisevorschriften. Also es gibt im Reich Gottes Dinge, die haben zwei oder drei Möglichkeiten. Jetzt sagt er, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Und er erklärt ja dann, und das ist Römer 13, 14, 15 ganz wichtig, da sagt er, es gibt die Möglichkeit, dass hier unterschiedliche Erkenntnisse gibt. Er sagt, tut alles zur Ehre Gottes. Das heißt, ich darf nie, gar nie, wenn ich jetzt eine Erkenntnis habe und die Bibel sagt, das sind Bereiche, wo es zwei Möglichkeiten gibt, darf ich nie der andere plagen, weil der andere Erkenntnis hat. Ich muss hier großzügig sein. Nicht bei den Dingen, wo Gott ganz klar sagt, da gibt es keine Großzügigkeit, da gibt es nur entweder oder. Aber da, wo Gott nichts sagt, wo er zwei Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Feiertage halten, Speise, Vorschriften, solche Dinge, da muss ich großzügig sein. Dadurch wird Gott geehrt. Wenn ich hier stur bin und Streit anfange wegen diesen Dingen, ehre ich Gott nicht. Also man merkt, das sind ganz einfache Dinge. Es hat immer mit meiner Haltung im Herr gegenüber zu tun, mit meiner Haltung im Wort Gottes gegenüber, ob ich gehorsam bin. Und dann wird Gott geehrt. Oft sind es ganz Kleinigkeiten. Aber die Bibel sagt, zur Ehre Gottes. Haben mich schon gewundert, dass Gott das so sagt. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. 2. Korinther 4, 15. Hier ist etwas, das ist kaum fassbar. Er sagt, denn es geschieht alles um euretwillen. Das ist der Dienst von Paulus. Damit die zunehmende Gnade durch die vielen, das sind die Leute gewesen, denen er gedient hat, er hat ihnen hier was Gutes getan, den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Also jetzt kommen wir plötzlich zu einem Dreiecksverhältnis. Er sagt praktisch, ich, der Paulus, bin gehorsam, mach alles, wie Gott es will, dadurch ehre ich Gott. Jetzt kriegt Gott Ehre, weil der Paulus richtig handelt. Dann sagt er, dadurch tue ich anderen Gläubigen wieder Gutes. Und diese anderen Gläubigen werden durch das, dass ich ihnen Gutes tue, dazu veranlasst, wiederum Gott zu preisen und ihm die Ehre zu geben. Also jetzt kommt ein ganz anderer Gedanke. Jetzt kommt der Gedanke, wenn ich biblisch richtig handle und Gott die Ehre gebe, wird mein Dienst so sein, dass andere wiederum Gott ehren. Das heißt, das ist ein Revolving. Verfahren. Da wird die Ehre Gottes immer mehr vermehrt, wenn ich richtig handle, kommt immer mehr dazu, dass sie Gott anbetet. Und dann sehen wieder andere, dass die, wo anbetet, Gott die Ehre geben und werden wieder dazu gereizt, Anführungszeichen, Gott zu ehren. Und jetzt sieht man plötzlich was ganz Einfaches. Wenn man in den kleinen Dingen beginnt, Gott gehorsam zu sein und sich der Bibel zu unterwerfen und der Herr, Herr sein zu lassen, dass er alles tut, dann löse ich Ehre Gottes aus, ohne Worte. Und dann brauche ich zum Beispiel nicht einmal den Mund aufmachen, sondern muss nur richtig handeln und tue dann anderen Gutes. Und dann macht sie den Mund auf und betet Gott an. Das heißt, Gott kriegt seine Ehre sowohl mit dem Mund als auch mit der Tat. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist das der Wille Gottes letztendlich rundum, was er will. So will er geehrt werden. Er will geehrt werden mit dem Mund, aber er will geehrt werden durch Tun. Und er will geehrt werden, indem er der Herr ist und ich ihn Herr sein lasse. Und da ist 2. Korinther 5, 9, wo sagt, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Es sei daheim oder nicht daheim. Das heißt, er sagt ganz einfach, die wahre Ehre, die man Gott gibt, ist, indem er das tut, was ihm wohlgefällt. Jetzt kommt halt das Problem. Jetzt sind wir wieder bei dem Problem von gestern. Was habe ich für Vorstellungen? Geht es nach meinem Kopf oder geht es so, wie Gott sagt? Und ich möchte nochmal das Beispiel zeigen. Es gibt Leute, die sind ganz hart. Es gibt Leute, die sind ganz weich. Die Bibel sagt, du sollst so barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Also jetzt muss ich hingehen und praktisch die Bibel untersuchen, wo ist der Herr Jesus barmherzig und wo ist er nicht barmherzig.
Er nimmt der Page um Page die Händler aus dem Tempel raus. Als dann in Johannes 8 eine Ehebrecherin kommt, völlig zerknirscht und das Todesurteil schon da ist, wobei das eine Lumperei war, weil der Mann, das heißt ja, sie wurde im Ehebruch ergriffen, hat man ja beide erwischt, wo war der Mann? Wisst ihr, wenn du den Text schließt, sagen sie, nee, wir wollen nur die Frau steinigen, wo ist denn der Mann? Das war Lumperei. Und der Herr erbarmt sich dieser Frau. Da ist er barmherzig. Also wenn ein bußfertiger Sünder kommt und er sagt zu ihr, sündige hinfort nicht mehr, haben sie dich nicht verurteilt, ich verurteile dich nicht. Das heißt, er gewährt ihr Buße. Das heißt, er gewährt ihr Vergebung. Er gewährt ihr, dass sie wieder in Ordnung kommt. Das heißt, wenn der Herr Jesus sieht, dass ein Mensch reumütig ist, bußfertig und der richtige Weg gehen will, dann ist er ihm gegenüber barmherzig. Und jetzt sagt die Bibel, so soll ich auch sein. Wenn ich aber jemanden habe, der verhärtet ist, dann soll ich nicht barmherzig sein, dann soll ich hart sein. Und so ehre ich Gott, indem ich es so mache, wie er will. Da können wir ja sagen, naja, wir tun das ja alles. Ich behaupte jetzt einfach, dass wir es nicht tun, sondern dass unser Geist, unser Eigenwille, wie soll ich sagen, zu dominant ist, dass der zu stark uns prägt, dass wir immer noch unsere eigenen Vorstellungen gehen. Es ist einfach eine Sache, dass man sagt, Herr, wenn du wirklich der Herr bist, dann lasse ich dich Herr sein, in dem Bewusstsein, damit ehre ich dich. Da gehört natürlich auch der Mund dazu, Lukas 17, 18, gell? Man muss das sehen, das kann man jetzt nicht voneinander trennen. Es ist Einheit. Zum Beispiel, da heißt es, als der Herr Jesus hier wirklich Großes tut und 10 Aussätzige heilt, hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling. Es war ein Samariter. Und dann sagt er, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Damit ist was ganz Einfaches. Ich bin heute überzeugt, dass die anderen 9 wieder aussätzig geworden sind. Ich glaube nicht, dass die geheilt geblieben sind. Er sagt hier, Dankbarkeit dem Herr gegenüber ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch das, beim Abendmahl hat die Bibel ja eigentlich nur einen Gedanke. Man macht das Gleiche wie in Offenbarung 5. Man betet Gott an für das vollkommene Opfer, dass er mich gerettet hat. Wisst ihr, mir dreht es manchmal der Magen rum, darf ich mal ganz ehrlich sein. Wenn ich beim Abendmahl dann höre, wie Leute um Kaiser sein Bart beten, um alles Mögliche, und dann, wenn sie was sagen, dann erzählen sie, wie sie letzte Woche, was ihnen passiert ist, und du musst sagen, Entschuldigung, wir sind hier, um den Herr zu ehren, um sein Opfer in den Mittelpunkt zu stellen, ihm zu danken, dass er mich gewaschen hat in sein Blut, ihm zu danken, dass ich erlöst bin. Das ist richtig, das ist wichtig, aber parallel dazu erwartet Gott, dass wir ihn wirklich ehren durch Tun. Und zwar, so wie es im, für mich ein ganz wichtiges Kapitel, Malachi 1 steht. In Philipper 1, da sagt die Bibel, dass wir, ich lese vielleicht ab 9, damit es so steht, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in voller Kenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Zur Ehre und zum Lob Gottes. Jetzt kommt ein ganz anderer Gedanke. Sagt die Bibel, wenn ich eine Herzensstellung einnehme, dass der Herr Jesus bei mir Frucht wirken kann, wird Gott geehrt. Also das ist immer das Gleiche. Die richtige Haltung zum Herrn Jesus löst Frucht aus. Und diese Frucht, wenn die ausgelöst wird, löst Ehre aus, Gott gegenüber. Das heißt, ich ehre Gott, indem ich Frucht bringe. Also wenn jetzt zum Beispiel Galater 5 passiert, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, wenn das alles passiert, wird Gott geehrt. Auf die Idee kommt man ja gar nicht. Man sagt, naja, das ist halt gehorsam und jetzt hat es funktioniert. Aber in Wirklichkeit sagt die Bibel, dass diese Frucht des Geistes, wenn ich Gott gehorsam bin, der Vater im Himmel ehrt. Ich rede jetzt gar nicht drüber, dass die Bibel zum Beispiel sagt, du sollst
Vater und Mutter ehren, heißt übrigens im biblischen Gebrauch versorgen. Du sollst, letztendlich gehört genauso dazu, die Witwen ehren, die wirklich Witwen sind, sollst sie versorgen. Du sollst die, die den Dienst Gottes tun, versorgen. Das ist alles von Gott her wieder eine andere Ebene. Aber er sagt auch, du sollst zum Beispiel deine Obrigkeit ehren im Sinne vom Arbeitgeber, dass du dich so benimmst, dass du wirklich ein guter Angestellter bist. Als ich mich bekehrt habe, war das Erste, was ich getan habe, ich habe unsere Abteilung, wo das Material verwaltet wird, habe ich einen Brief geschrieben. Ich habe mich bekehrt und ich habe jahrelang umsonst das Papier mitgenommen und die Büroklammer und diese Dinge. Ich lege einen Check ein mit 200 D-Mark, war das damals. Wenn ich den Eindruck habe, dass nicht reicht, schicke ich einen weiteren. Die haben sich nicht immer gewundert, die haben nur Danke gesagt und haben gesagt, ist in Ordnung, gell? Also ich denke einfach, man ehrt auch hier der Arbeitgeber durch sein Tun und dadurch ehrt man Gott. Jetzt haben die ein Zeugnis bekommen von mir, dass ich mich bekehrt habe. Dadurch wurde wieder Gott geehrt. Also wird immer, mein Tun ehrt Gott. Und das hat Gott so vorgesehen. Titus 2,10, das ist jetzt eine hochinteressante Ebene wieder. Da sagt er nämlich, nichts entwenden, das ist jetzt das mit ehrlich sein, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie die Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht, dass sie ihr Ehre machen. Luther hat übersetzt, dass sie zieren, also Ehre machen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Gestern hat doch die Dame gesagt, in der Wirtschaft, sie bedankt sich, dass alle ehrlich waren, ihr Computer stimmt. Wisst ihr, das ist hier. Das ist genau der Vers. Damit wurde Gott geehrt. Da wurden nicht wir geehrt, sondern Gott wird geehrt. Die Bibel sagt, das bewirkt Gott gegenüber Ehre. Und das bewirkt auch ein Stück Glaubwürdigkeit. Jetzt müssen wir einfach das so denken, dass die Leute, die das dann sehen, vielleicht das nächste Mal oder irgendwo, wenn sowas ist, vielleicht noch ein Stück besser zuhören. Also da tut Gott etwas. Und in Wirklichkeit wird er geehrt durch unser Tun. Also er wird geehrt, wenn wir Frucht bringen, er wird geehrt, wenn wir gehorsam sind, er wird geehrt, wenn wir das Wort Gottes letztendlich ernst nehmen, wenn wir ihn Herr sein lassen, wenn wir ehrlich sind und wenn wir Gott dienen, wie es Gott gemäß vorgesehen ist. Das kommt natürlich vielleicht der wichtigste Punkt, Römerbrief, Kapitel 4, das große Kapitel über den Glaubensvater Abraham. Er erklärt ja hier etwas, ich lese uns jetzt ab Vers 18. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er, nämlich Gott, das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Jetzt kommen wir plötzlich zum Herzstück dieser ganzen Aussage, dieser ganzen Lehre. Jetzt zeigt die Bibel, wenn ich Gott wirklich glaube, ohne Einschränkung, dass das, was geschrieben steht, dass er das tut. Sei mal vorsichtig. Wenn ich glaube, dass Römer 6 stimmt, wenn dort geschrieben steht, wisst ihr nicht, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Das fühle ich nicht, sondern er sagt, er teilt es mir mit als Information. Du bist mit Christus gekreuzigt. Jetzt sagt er, wenn du dich jetzt dafür hältst, dann wirkt es, dann bricht die Sünde bei mir. Wisst ihr, es bezieht sich nur auf Sünde. Wenn ich eine Sünde habe, muss ich nur glauben, dass ich mit Christus für diese Sünde gekreuzigt bin. Dann hört sie auf. Wenn jetzt ein Mensch wie der Abraham völlig überzeugt ist, dass das, was Gott sagt, dass das auch funktioniert, da gehört auch dazu und trachtet zuerst nach dem Recht Gottes. Aber da steht es gar nicht. Es wird uns immer falsch vorgelesen oder falsch zitiert.
Vorgelesen kann man es ja nicht falsch, aber zitiert wird es falsch. Da steht nämlich mehr. Da steht nämlich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist die Reinigung durch Jesu Blut. Er sagt also, du musst nach dem Reich Gottes zuerst trachten und mit Gott in Ordnung sein, dann wird dir alles andere hinzugefügt werden. Also jetzt muss ich glauben, als normaler Gläubiger, wenn ich wirklich mit Gott in Ordnung bin, ich bin gereinigt durch Jesu Blut, das ist kein Krampf, sondern das ist was Wunderbares, wo ich einfach zu meinem Jesus komme und glaube, dass er durch sein Blut mich reinmacht, ich nehme das im Glauben an und bin ich völlig rein. Und sag, wenn du jetzt in diesem Zustand zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, wird er etwas tun. Er übernimmt die Verantwortung und der kümmert sich um das. Wisst ihr, das ist das alte Lied, wenn du bei einer Veranstaltung bist, da dreht es mir der Mager herum. Wenn dann die Brüder kommen und Eimer nehmen und durch die Reihe gehen lassen und das Geld einsammeln. Da muss ich sagen, ich habe das mir so ganz einfach gemerkt, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest und in Ordnung bist mit Gott, dann sorgt er für das. Dann sorgt er fürs Geld. Ich sage immer die Leute, wenn Gott den Auftrag gibt, zahlt er auch. Wenn er den Auftrag nicht gegeben hat, dann zahlt er nicht. Wenn er aber den Auftrag nicht gegeben hat, dann braucht man auch nicht zahlen, sondern dann muss man die Veranstaltung oder die Sache abschaffen. Dann muss sie weg. Und das ist das Problem. Glaube ich wirklich, dass wenn Gott etwas in Auftrag gibt, dass er sich drum kümmert, dass er genau das tut, was die Bibel sagt. Das Problem ist ja, dass man oft nicht glaubt, dass er dann eingreift. Und glaube ich, dass wenn der Herr Jesus im Mittelpunkt steht, wenn der Sohn Gottes geehrt wird, dass der Vater dann auch geehrt wird und dass dann der Herr Jesus, wie er sagt, inmitten des Leuchters wandelt, durch die Reihe geht und die Herzen wirklich anrührt, dass er es tut. Wisst ihr, glaube ich wirklich, dass der Jesus in unserer Mitte ist? Glaube ich wirklich, dass er das alles tut? Glaube ich Psalm 25,3, keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hat. Das wird sich zeigen, wenn ich in die Not komme. Also es geht bei dem Gott Ehre immer darum, glaube ich es wirklich und tue ich es wirklich? Und die Bibel sagt zum Beispiel, jetzt kommen wir zur Evangelisation. Sie sagt, seid bereit, Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in euch ist. Sie lehrt zum Beispiel an keiner Stelle, dass ich aggressiv evangelisieren soll. So, sie sagt immer, ich soll so sein, und dadurch wird auch Gott geehrt, dass die Leute aufmerksam werden. Aber dann muss ich ein ganz klares Zeugnis geben. Da muss ganz klar kommen, das mache ich, weil ich Gottes Kind bin. Also mein Sohn hat da was gemacht. Ah, das war gewagt. Er ist deutscher Vizemeister geworden bei den Forstwirten. Wenn man es genau nimmt, hat er sogar gewonnen. Er hat aus lauter Überdemut, hat er nicht reklamiert. Er hätte nämlich gewonnen gehabt, aber er hat aus lauter Demut dann, ich habe mich nur geärgert, habe gesagt, also hätte schon reklamieren müssen, weil in Wirklichkeit hat er gewonnen. Aber er ist dann, war zufrieden mit dem Vizemeistertitel. Und dann kam der Bürgermeister und die ganze Gruppe wurde dann vorgestellt. Auch einfach, man hat diese Arbeit dieser Forstwirte vorgestellt. Und das ist mal so vor und hat man ihm gesagt, er soll mal erzählen, wie das alles so gegangen wäre. Und er hat das erzählt und dann ist er hingestanden und hat gesagt, wissen Sie, und das stimmt, für seinen Charakter her, ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, das alles zu machen. Ich bin eigentlich geil, ich bin als Mensch nur überhaupt in der Lage gewesen, das alles zu tun, weil ich in meinem persönlichen Leben Erlebnis hatte, ich habe erlebt, dass der Herr Jesus mir die Sünde vergeben hat und durch das bin ich in den Zustand gekommen, dass ich das tun konnte. Er hat Gott geehrt. Das Interessante war, da kam der Bürgermeister zu ihm, ich stand da schräg daneben und hat gesagt, also ich bin dankbar, dass Sie sich so eindeutig hier zum Glauben bekennen. Wisst ihr, und das ist das, wenn ich glaube, dass Gott das ehrt und honoriert, wenn ich wirklich mich zu ihm stelle, wenn ich das wirklich glaube, dann wird Gott wirklich verherrlicht und geehrt. Und jetzt kommt die Retourkutsche, warum ich das erzähle. Mein Sohn ist jetzt anderthalb Jahre krank. Ich kenne die Wirtschaft, dass die den immer noch lassen. Da kommt nicht der geringste Druck. Die lassen den anderthalb Jahre krank sein. Das ist für mich so ein Stück von dem, dass Gott dann eingreift und sucht, wenn du ihn ehrst.
Da kommt keinerlei Drohung, keinerlei Druck. Ja, wenn jetzt nicht irgendwann einmal wieder gesund bist, müssen wir einen Ersatz suchen. Die suchen sich nicht mal einen Ersatz für ihn. Die wartet, die muss ich vorstellen, das geht ja im Wirtschaftsbetrieb gar nicht. Die wartet schon anderthalb Jahre, bis er wieder gesund wird. Und die wartet auch 2 Jahre. Die tun nichts. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zu diesem wichtigen Punkt. Wenn ich Gott ehre, durch Glaube, durch mein Tun, indem ich Frucht bringe, indem ich gehorsam bin und das mache, wie er es will, dann greift er ein. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich muss glauben, dass er es tut. Nämlich dann ehre ich ihn nur wirklich. Und jetzt kommen wir zu dem kitzeligen Punkt. Ehre, so wie es bei Paulus ist, er tut jemand Gutes, dadurch betet die Gemeinde Gott an für diesen Dienst. Das ist ein wichtiger Teil. Auch beim Abendmahl, dass ich da Jesus anbete und der Vater im Himmel führt das vollkommene Opfer. Das ist wichtig. Aber das ist nur ein Teil der Sache. Ich bin heute sogar überzeugt, der größere Anteil der Sache, Gott zu ehren und ihm wirklich die Ehre zu geben im Sinne von tatsächlich, ich sag's mal so, nicht ich, sondern Christus auszuleben, dass ich nicht meine Suppe koche, sondern das tue, was er will, das ist das, was Gott wirklich ehrt. Und er will, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dass ich ihn so ehre. Und dazu gehört zum Beispiel ganz seltsamer Gedanke. 1. Thessalonicher 4,11. Da denkt man ja, das passt gar nicht. Aber es passt tatsächlich. Und zwar, er sagt hier, dass wir unsere Ehre suchen sollen, ein stilles Leben zu führen. Also unsere Angelegenheiten selber zu arbeiten, unsere Sache zu regeln. Und dass wir niemanden nötig haben von außerhalb. Also die Bibel geht sogar davor aus und sagt, dein Tun, wo du Gott ehrst, muss gar nicht spektakulär sein. Das kann verbunden sein mit einem ganz stillen Leben, wo du ganz normal, ruhig, sachlich und ganz normal lebst und dadurch ehrst du Gott. Wisst ihr, wir haben ja immer den Irrgedanke, wenn jemand vorne dran steht und im Rampenlicht steht, dann wird Gott geehrt. Stimmt nicht. Sondern Gott wird in aller Stille geehrt, in der Gemeinde, in der Gesamtgemeinde, durch das stille Leben. Und wenn die Leute, die hier sogar ein ganz stilles, ruhiges Leben unscheinbar führen, Gott durch Glaube und durch Gehorsam und durch Frucht bringen und indem sie mal Jesus glauben und alles von ihm erwartet, ehren, dann geschieht die wahrhaftige Ehre Gottes. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin heute überzeugt, ich weiß nicht, wie das abläuft. Die Bibel sagt, es wird ein Feuergericht sein. Aber ich bin heute tief, tief überzeugt, beim Preisgericht Jesu Christi, wenn wir zugucken dürfen, ich weiß es nicht, die Bibel sagt nicht, ob wir zugucken dürfen, aber wenn wir zugucken dürfen, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Wir werden Dinge sehen, wo wir gedacht haben, das ist im Reich Gottes der Wahre, das ist alles wunderbar. Und vielleicht sehen wir dann, wenn das Feuergericht Gottes über das Leben dieser Leute drüber geht, dass nichts übrig bleibt und sie sind gerettet wie durch Feuer hindurch. Dann hast du andere, wo man ganz unscheinbar gesagt hat, naja, die Wirklichkeit im stillen Leben, der Herr Jesus geehrt haben, indem sie ihm geglaubt haben, indem sie hingegangen sind, Frucht gebracht haben. Und bei ihnen wirst du Menschen sehen, die gehen mit 5 Kronen aus dem Preisgericht heraus. Das ist das Gigantische. Das Reich Gottes von gestern ist nicht sichtbar. Und auch das, was ich jetzt dargelegt habe, Gott die Ehre zu geben, ist nicht sichtbar. Keiner von uns sieht es. Und oft ist so, wenn du beim anderen nicht siehst, vielleicht ist das gerade das Zeichen, dass er im stillen Leben mit aller Ruhe Gott die Ehre gibt. Und wir denken immer, Ehre Gottes ist spektakulär. Das muss mit vielen Worten, mit vielem Sichtbarem verbunden sein. Es ist oft ganz unscheinbar. Wissen, jetzt kommt wieder das alte Lied. Ich sage es mal vorsichtig. Was mache ich jetzt selber? Ich bin jetzt ein normaler Mensch. Also muss ich jetzt hingehen und sagen, Herr, ich will dich ehren. Du sagst in Malachi, du willst die Furcht und du willst die Ehre. Du bist ein eifersüchtiger Gott. Wenn ich dir die Ehre nicht gebe, schüttest du mich eventuell in meinem Gefäß um. Vielleicht zerschlägst du sogar mein Gefäß. Ich will das schon. Bereits der Schmelzofen des Silbers bei mir reicht, nämlich das Wort Gottes. Ich möchte so leben, dass du gar nicht weitergehen musst, dass du mich nicht erziehen musst.
sondern dass das friedlich abgeht. Und ich will dich ehren mit Worten, da wo du es erwartest, dass ich dir danke, auch vor anderen, eben für das vollkommene Opfer. Aber ich will auch, dass du geehrt wirst durch mein Leben, indem ich dir glaube, indem ich Frucht bringe, indem ich die Regeln von dir einhalte und nicht meine eigenen. Ich opfere mein Hirn, ich opfere meine Seele, lege ich auf den Altar, mach mit mir, was du willst. Wisst ihr, ich denke, wenn ein Mensch so vorgeht, dann tatsächlich hast du in aller Stille das, was was Römer 13,7 sagt und was der Malachi sagt, dann kriegt Gott die Ehre, die er haben soll. Naja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn ich das so bedenke, dann muss ich sagen, wie viel habe ich Zeit verpulvert? In Aktivitäten, in eigenem, ich sag's mal, fleischlichen Tun, wo ich eigentlich in Wirklichkeit nur ganz ruhig hätte sein müssen und ihm die Ehre gebe und einfach in aller Geduld warten müssen, bis er handelt. Und jetzt kommt das Nächste. Wir denken immer, dass wir Gott nachhelfen müssen. Und das Interessante ist, der Christlieb hat dem Wilhelm Busch, wo er als junger Prediger in den Dienst ging, hat er ihm etwas beigebracht. Er hat gesagt, wenn Gott dich nichts anweist, wenn er nicht sagt, tu etwas, dann hat er gesagt, dann musst du lernen, nichts zu tun. Damit wird nämlich Gott geehrt. Es kann auch sein, dass Gott geehrt wird, wenn ich gehorsam bin und nichts tue. Auch nicht übers Geschriebene hinausgehe. Ich muss nicht Aktivitäten machen, wo die Bibel nichts sagt. Ich kann ganz ruhig in dem biblischen Rahmen bleiben und dann kriegt Gott Ehre. Ich möchte zum Schluss eine Bibelstelle lesen. Aus 1. Timotheus 1,17. Dem König der Ewigkeit, das Wort steht in der Mehrzahl, dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre, Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn ich jetzt ernst nehme, was der Paulus gesagt hat, dann sei diese Ehre nicht nur mit Worten, sondern durch mein Tun. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt der Gemeinde. Wenn ich wirklich überzeugt bin, dass die Gemeinde der Ort ist, wo der Herr Jesus die Ehre bekommt, wo Gott nicht nur angebetet wird, sondern wo Gott geehrt wird, da muss ich einfach anfangen zu tun, was Gott will. Und muss einfach so leben, dass ich Frucht bringe. Jetzt sind wir wieder am Punkt, es ist immer die Sache zwischen mir und Gott. Und ich bin ein Glied der Gemeinde. Die Gemeinde ist genauso gut, wie die einzelnen Glieder in der Summe Gott gegenüber sind. Und damit schließt sich unser Thema. Ja, jetzt kommt die nächste Frage. Wie ehre ich jetzt Gott beim nächsten Schritt? Wisst ihr, und das weiß jeder, wenn er ehrlich vor Gott ist, wird er ihm zeigen, wo will jetzt Gott, dass ich ihn ehre, nämlich durch Tun. Da werde ich plötzlich merken, jetzt muss ich glauben und nicht jammern. Wisst ihr, manchmal muss man glauben und nicht jammern. Manchmal muss man einfach glauben und vielleicht die anderen sagen, jetzt glaube ich Gott. Wisst ihr, was ich schon gemacht habe? Ich habe es nicht gesagt, dass ich jetzt Gott glaube, weil ich Angst hatte, wenn es schief geht, bist du blamiert. Und das müssen wir uns abgewöhnen. Wir müssen ganz klar den Mut haben zu sagen, jetzt glaube ich Gott. Ich bin vorher da gesessen, nur zur Praxis. Ich habe gemerkt, wie meine Stimme wieder zugeht. Ich habe vorher gesagt, ich glaube, wenn ich nach Wernberg gehe, dass die Stimme funktioniert. Prompt belegt meine Stimme vorher beim Singen. Ich habe mir dann eiskalt überlegt, wenn ich jetzt den Mund aufmache und der erste Satz sage, wirst du dann blamiert, weil du es gesagt hast? Nein! Wenn du Gott ehrst, dann greift er ein. Er handelt. Und das Problem ist halt, dass die Hauptseuche von uns Gläubigen ist der Unglaube. Wir müssen ihm einfach glauben. Und dann wie die kleinen Kinder uns zurücklehnen und sagen, nicht ich, Christus Herr, du bist der Herr, tue, ich bin nur Empfänger, ich bin nur der, der letztendlich ein Werkzeug ist, ich bin nichts, du bist alles. Wenn wir so vorgehen, dann wird der Herr geehrt. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, du bist der Herr, du hast uns erlöst mit deinem kostbaren und teuren Blut, du hast uns mit dem Vater versöhnt und Vater im Himmel, du hast uns dein Sohn nicht vorenthalten und wir möchten dich und unseren Herrn Jesus ehren, indem wir nicht nur mit Worten dich anbetet, sondern indem wir wirklich gehorsam sind, indem wir das tun, was du sagst, indem wir wirklich glauben, dass du es besser weißt wie wir,
indem wir glauben, dass das, was geschrieben steht, vollständig reicht, dass wir keine Dinge drüber hinaus tun müssen, keine Dinge drüber hinaus formulieren müssen, sondern dass wir uns einfach der Heiligen Schrift unterwerfen und glauben, was du sagst, das meinst du, und was du meinst, das hast du auch geschrieben und gesagt, dem uns dir unterwerfen. Und glaube, dass wenn wir hier die richtige Herzensstellung einnehmen, dass diese Frucht hervorkommt, die dich ehrt, dass dann unser Leben etwas ist zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Das möge doch geschehen, dass wahrhaftige Gemeinde, dass da tatsächlich hier der Unterschied ist zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient, dass das tatsächlich geschieht und dass wir etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen.